Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Sowieso. Muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Hallo, Leute. Ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Ich habe die Remakes von Resident Evil 2 und 3 noch nicht gespielt und das will ich jetzt bald in Angriff nehmen. Ich habe einfach mal wieder Lust auf eine gut inszenierte, storybehaftete Geschichte. Ja. Und damit willkommen bei Claire Redfield, die gerade in Raccoon City angekommen ist. Und irgendwie ist hier alles gar nicht geheuer. Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Oha, viele unheimliche Geräusche. Aber ich kann schon mal sagen, Licht, Schatteneffekte, die Dunkelheit, die Düsternis, so vom ersten Eindruck her, haben sie sehr gut aufgefangen. Gefällt mir sehr gut. Alles schön düster. Richtig unheimlich. Und irgendwas geht hier vor. Wir können es ja alle hören. Ich bin hier definitiv nicht allein. Irgendwann hat Schmerzen. Oh, interessant. Bücher. Nettes Foto. Alles in Ordnung? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Bist du sicher? Was ist denn da? Die Geräuschkulisse ist auch richtig gut. Ich sagte halt
halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Ach, zurückbleiben, Ben! Nicht der! Die Schüsse haben gesessen. Du Mieser, was bist du eigentlich? Bist du tot? Ich gehe mal davon aus. Tja, Officer, das hat sicher wehgetan, aber jetzt hast du es hinter dir. Oh, die Musik ist auch richtig gut, oder? Richtig unheimlich. Schlüssel. Und den nehmen wir mit. Wichtiges Objekt. Lagerraumschlüssel. Ich schätze mal, der ist nützlich. Okay. Tolle Fotografien. Hübscher Hintern. Okay, dann wollen wir mal wieder... Unmöglich. Der lebt ja immer noch. Ich glaube, in so einem Survival-Horror hat man wenig Munition, also lieber verschwinden. Okay, wichtige Objekte verwenden, da ist bestimmt der Schlüssel dafür gedacht. Ja! Okay, verschwinden wir von hier. Oh, nicht gut, da lang. Auch nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Weg, 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 weg! Okay, lauf, Claire. Lauf, lauf, lauf. Fuck. Wow, nicht schießen. Runter! Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Resident Evil. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizei...
Raumstation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Munition habe ich definitiv nicht dabei. Darf nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Oh ja, das müssen wir klären. Nicht anhalten, nicht stehen bleiben. Keine Angriffsfläche bieten. Oh Gott, ich hoffe, das ist keine Sackgasse. Wie das Ende der Welt. Die lebt ja auch noch. Okay, weg, 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 weg. Wo bin ich hier? Die Polizeistation. Bin fast da. Sehr gut. Ich bin richtig. Okay, es ist nicht mehr weit. Es ist ganz und gar nicht mehr weit. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Ah, du siehst mich nicht. Nein, nein. Und du? Du bist zu langsam. Es sind auch noch zwei. Okay, weg. Uah. Okay. Wir sind da. Raccoon Police Department. Und ich hoffe, das Tor wird sie erstmal aufhalten. Okay. Survival Horror, das heißt immer schön umsehen. Weil alles ist hier ziemlich rar gesät. Also besser mal gucken, ob wir hier irgendwas aufsammeln können. Aber es sieht nicht so aus. So, ihr Deppen, ihr kommt hier nicht rein. Hoffentlich. Gut. Wow. Habt ihr den Luftzug gehört? Richtig guter Soundeffekt. Okay, und das hier ist mal ein ordentliches Polizeirevier. Draußen bleiben. Okay. Okay, ich schätze, wir können da drunter hindurch, aber bevor wir das machen... Ist jemand hier? Bevor wir das machen, sehen wir uns hier mal um.
schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ich sollte ihm helfen. Oha. Na, hoffentlich finden wir den Weg rechtzeitig bis dorthin. Wir sind hier in der Eingangshalle und müssen zum Wachraum. Okay, hier können wir speichern, das ist gut. Erst sehen wir uns mal um. Munition. Hervorragend. Ich denke, es gibt kaum was Besseres als Munition in diesem Spiel. Zumindest fühle ich mich damit etwas sicherer. Was ist das? Okay, hier müssen wir irgendwas einsetzen, vermutlich drei Embleme, die wir natürlich nicht haben. Ein verdammter Jammer. Was bist du? Ha. Okay, eine Kombination, die wir auch nicht haben. Okay, ich fühle mich ein bisschen hilflos hier. Da brauchen wir einen Schlüssel. Munition. Ich wusste es, wir finden noch irgendwas. Okay. Vielleicht liegt hier noch was rum. Aber ein ziemlich pompöses Polizeirevier. Das muss man lassen. Sieht ziemlich schick aus. Oh, da kann ich wahrscheinlich rein. Aber hier liegt nichts. Okay, dann sehen wir mal nach. Keine Zombies. Sehr schön. Grünes Kraut. Ja, damit. Oh, ein Tresor. Ja, okay, dafür brauchen wir erstmal eine Kombination. Das war zu erwarten. Oh, was ist das? Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Okay, jetzt wissen wir schon mal. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Ja, das frage ich mich auch. Aber interessanter ist, jetzt wissen wir schon mal, warum es hier so pompös aussieht und warum einiges mit Rätseln behaftet ist. Denn ein Kunstmuseum, ja, ist auf jeden Fall plausibler als eine simple Polizeistation mit solchen Statuen etc. Ja, das ist ganz gut erklärt. Okay, hier ist alles dicht. Und hier können wir auch noch nichts machen. Dann bleibt nur ein Weg. Und zwar unter diesem Tor hindurchzwängen, das wir zu Beginn, als wir die Polizeistation betreten haben, gefunden haben. Und da sieht's verdammt dunkel drin aus. Verdammt düster. Gut, ich würde sagen, wir speichern die Chance mal. Und dann gehen wir in das Dunkel.